sollst doch Sport machen. Ich soll Sport machen? Wie kommst du denn darauf? Mama hat's gesagt. Hey, Mama hat gesagt, du sollst Sport machen. Was hat sie denn genau gesagt? Du sollst Training machen. Ja, mach ich doch. Guck mal, ich mache das Train-Ding doch, ne? Also, Haha, Papa, super witzig. Was kann ich denn dafür, wenn deine Mutter nuschelt? Na, wirst schon sehen, was du davon hast. Ich hab keine Angst. Hallo, mein Name ist Sascha und ich wollte offiziell bestätigen, meine Frau nuschelt nicht. Wirklich, sie hat noch nie genuschelt. Das bin ich, grüße euch zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich mal wieder ganz andere Sachen machen, aber dann ist mir wieder was dazwischen gekommen. Unter anderem die neuen Minifiguren von Marvel in dieser Papppackung, als ich bei Smith Toys war, Toys R Us heißen sie ja nicht mehr, war da dieser Blister und ich dachte erst, der ist leer, aber die sind da so eingestapelt, das sieht von Weitem aus, als wäre es leer. Jedenfalls habe ich mir erstmal drei gekauft hier. Einfach mal zum Gucken. Die sind hier auch, eine habe ich auch schon gebaut, und zwar Echo aus der Serie Hawkeye. Die sind auch wirklich so lose drin, ohne Umverpackung, ohne Plastik, also nur das Plastik der Figur da drin und die Anleitung. Wie gesagt, und ich glaube, man könnte es noch über Gewicht machen. Aber ja, fühlen, grapschen geht nicht mehr, ohne die Kartons wirklich zu beschädigen. Was wir natürlich nicht machen, weil nicht in Ordnung ist. Und natürlich noch einen kleinen Batman. Nö, ich bin Batman, habe ich mir gekauft. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hatte ich ein Paket von der Firma Niflis. So heißen die. Und die haben mir diese Lokomotive geschickt. Die haben mich eigentlich eingeschrieben und fragten, ob ich nicht so einen riesigen, großen Ford Mustang, der nicht Ford Mustang heißt, aber so ähnlich aussieht, Hoonigan haben möchte. Ne? An sich finde ich ja, den Hoonigan ist ein sehr schönes Modell, aber der ist riesig und der ist aus Technik. Und das würde mir keine Freude machen. Dann haben sie gesagt, hey Sascha, ne, du bist doch jemand, der für ein paar gute Worte fast alles macht. Möchtest du nicht ein anderes Set bauen? Dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann haben sie mir ihren Link geschickt und da unter anderem war diese gelbe Lokomotive, Dampflokomotive, diese stromlinienförmige. Und die ist mir sofort ins Auge gestochen. Also gelb wahrscheinlich und da sie schick aussieht. Und da habe ich gesagt, die nehme ich. Das sind, 808 Teile. Ich glaube, kostet um die 40, 50 Euro. Ich glaube, bei AliExpress oder dem neuen Player Temu gibt es noch günstiger. Ich kenne die nicht. Die sind hier auch erst seit kurzem irgendwie am Start. Hier steht noch nicht viel drauf. Sie haben hier irgendwie einen Vertrieb in Frankfurt am Main. EFAT Master Consulting. Ansonsten kommt jetzt hier aus China. Hier ist auch nicht weiter drauf. Und wenn man hier oben auf den Karton guckt, sieht man, dass das Bild hier oben, also dass das nachträglich auf diesen Karton geklebt wurde, ne? Das sieht man. Diese Lok hier, die heißt übrigens bei Ihnen C490, findest du auch von G-Star. Also tippe ich mal, dass diese Firma hier Niflis Sets sich besorgt und sie umlabelt. Weil die haben auch ein paar Sets, die mich sehr an Mold King erinnert haben. Was, glaube ich, grundsätzlich nicht unüblich ist. Ne? Zum Beispiel die Züge, die es bei Steini macht, es gibt, oder Steinchen Shop, diese Kasi-Züge, also das sind Kasi-Züge, die Kasi einfach für sie umlabelt. Oder zum Beispiel, wie heißen sie? Blue Bricks. Ne, Hotpot von Keyplay, was sie dann später auch umgelabelt haben, ne? Nachdem es uncool war, dass sie Keyplay-Sachen haben. Ich glaube, dass das grundsätzlich funktioniert und man das machen kann. Und ich gehe jetzt einfach nochmal davon aus, dass die das dürfen. Andere Problematik, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das ein Set von G-Star ist, ne, dann ist natürlich die Problematik, G-Star ist ja auch dafür bekannt, sagen wir mal freundlich, großzügig beim Umsetzen von Ideen ist. Sind die vielleicht nicht ihre Ideen sind? Jetzt weiß ich nicht, ob diese Lokomotive hier, die übrigens auch ein reales Vorbild hat. Wenn man googelt, die Nummer, ich habe einfach die Nummer in Google 490, dann taucht so eine gelbe Lokomotive auf, die so ähnlich aussieht. Und die ist, oh Gott, wie heißen die? Warte mal, ich hab's doch, da drüben steht es. Chesapeake. Chesapeake, das ist ein Indianerstamm und eine Stadt in Virginia, Ohio and Ohio. Also Chesapeake and Ohio ist diese Railway Company, die diesen
Zug irgendwann mal diese Lokomotive in den 40er Jahren nachgebaut hat. Die gab es im Original schon mal in den 20er Jahren. Das sind jetzt so Infos, die ich aus so ein bisschen englischsprachigen Wikipedia rausgenommen habe. Kenner der Eisenbahnmaterie, Lokomotivenkenner, bitte gerne alle Informationen unten rein für Leute, die wie mich, die sich nicht auskennen. Storage Box. Ah, cool. 1, 2, 3. Das ist ja mal eine coole Idee. Da kann ich mir praktisch meine Sortierschüsselchen bauen. Fold the box, shake the parts from different bags into different boxes. you can put them different boxes together if you want. Ja, super. 3. Mal gucken, ob das hier ausreichen wird. Also, denke, ist prallevoll. Also, packungstechnisch haben sie draus. Ah, hier ist der Zug. Die Anleitung ist auch auf Sie gelabelt. Ich schaue gerade, ob sie nur das Außenblatt ausgetauscht haben. Aber ja, vielleicht haben sie es allenfalls hier. Auch die Anleitung ist, ich nenne sie jetzt einfach Knifeless. Heute auch in ihrer Stadt. Build your good mood. CO490 Steam Train 16 plus. Habe ich gerade Flüssigkeit verloren? Oh Gott, ich bin alt. 16 plus, das heißt ja, dass das hier nicht so einfach zu bauen ist. Eieiei. Hätte ich doch lieber den Hunigen genommen. Okay. 2 und 3. Mhm. Wir haben schwarze Gleise, die aber sonst identisch sind mit. Riecht nach Pappkarton. Yeah, Action. Wir haben Magnetkupplungen, was ich schon mal sehr gut finde. Finde ich besser, als diese über Technikpins einzuhaken. Und hier haben wir die 1. Und hier auf der Tüte, die übrigens so aussteht, ja, steht 59021. Jetzt werden wir doch einfach mal G-Star eingeben. Moment. Wir machen das hier mal so praktisch, also so live, wie ein aufgezeichnetes Video halt ist. So, G. Kennt ihr das? Dicke Finger und Handys? G-Star, was ist das jetzt? 59021. Öffnen. Ach, guck mal. Ah, Tatsache. Also, ja, G-Star. Da taucht jetzt die Lok auf. Klemmbausteine, Dampflokomotive 490 beim Steinchen-Shop. Stoneley Klemmbausteine. Ja. Da gibt es die für 40 Euro. Da muss ich mal gucken, was die bei Amazon kostet. Ist ja interessant. So, also okay. Wir haben das Rätsel gelöst. Das hier ist eigentlich die Nummer G-Star 59021, die Knifeless jetzt rollen. Knifeless. Knifeless wollten wir ja sagen. Unter der Nummer CO490 rausgebracht hat. Okay. Das heißt, G-Star habe ich schon ein paar Mal gebaut. Die haben eine gute Qualität. Ja. Werde ich jetzt einfach mal zusammenschustern. Bauabschnitt 1 werde ich machen. Dann zeige ich euch mal, was ich bisher zusammengekriegt habe. Und dann gucken wir uns mal an, ob das ein gutes Set ist, was Knifeless übernommen hat. Also ich persönlich, wenn es jetzt mit G-Star abgesprochen ist und mit Mold King, finde ich das vollkommen in Ordnung, Sets einfach umzulabeln und zu sagen, man hat sie selber. Ne? Hat der Mold King eine Weile auch nicht anders gemacht, nur dass die keine vorhandenen Sets umgelabelt haben, sondern einfach Bricklink umgelabelt, nee, Rebrickable umgelabelt haben, ne? So. Sie noch gequatscht. Jetzt wird gebaut, Freunde. Bis später. Der Bauabschnitt 1 ist fertig und wir haben praktisch den massiven Block Lokomotive gebaut. Zackabum. Schönes Gelb. Ohne Probleme. Noch ein weiteres Zeichen, dass es sich hier um eventuell von G-Star zusammengestellte Steine handelt. Es ist kein einziger Stein übrig geblieben. Es hat auch keiner gefehlt. Qualität der Steine ist, ich sage ganz einfach mal, sehr gut. Die müsste man schon ein bisschen doller drücken, aber sie gehen eigentlich sehr, sehr gut zusammen, haben eine sehr gute Halte- und Klemmkraft, funktioniert. Und auch, wenn ich jetzt hier so in meinem künstlichen Licht schaue, dreht euch mal so ein bisschen, also alle Gelbtöne sehen aus wie Gelb. Ja, das hier ist Gold, das hier ist nicht Gelb, wie wollt, das ist mit Absicht so.
von unten so. Ihr seht, hier unten sind Zahnräder. Das heißt, wenn ich hier drehe, was ein bisschen schwergängig ist, dreht sich auch das andere. Kann man das theoretisch motorisieren? Ja, ich denke mal, wenn man den mittleren Block hier austauscht gegen einen Batteriebox, beziehungsweise, doch, man braucht eine Batteriebox. Oder man braucht die Batteriebox in den Tender. Das werden wir später sehen, aber ich denke mal, die pfiffigen Kerlchens und Frauchens oder Mockerinnen kriegen das bestimmt hin. Ich werde es ja nicht erst probieren, da diese Set maximal, ich habe keine Anlage oder irgendwelche Kreise, um mitfahren zu lassen. Ich bin jetzt auch nicht der Eisenbahnkreisfahrer, da zieht sich für mich keine Freude draus. Ich baue die gerne und ich schaue sie mir gerne an. Und ja, die Farbe gelb fetzt. Ich habe mir auch damals den Mellert gebaut, den Mellert Express von Mold King. Das Blau einfach großartig, großartig. Anleitung. Ich wollte es euch mal kurz zeigen, damit ihr auch gesehen habt, wie die funktioniert mit Ausgrauen. Das heißt, nur das, was ihr aktuell baut, ist farbig dargestellt. Finde ich nicht, ist nicht so meine Lieblingsart des Darstellens in Bauanleitung. Oh mein Gott, Wortfindungsstörung. Ja, aber es geht. Ne? Es funktioniert. Hier haben wir zum Beispiel mal einen Teil mit Druck. Das ist dieses Logo dieser, jedenfalls dieser Railroad Company, die diese Lok betrieben, benutzt hat. Sehr schön, das fetzt. Drucke finden wir toll. So, Bohrabschnitt 2 werden wir machen. Wir werden jetzt praktisch die Dampflokomotive fertig kriegen. Und dann wird wahrscheinlich hier der Tender angebaut. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu sagen? Moment. Sie haben mir hier aufgeschrieben, Age 16. Ja, ich sag mal, 14 schaffst du auch. Vielleicht doch 12, aber weiter würde ich nicht runtergehen. Weil die Anleitung ist hier sehr... Na, ich sag mal so, sie verbauen viele Teile und sie halten noch hier nicht ganz immer so die, also die Reihenfolge schon, aber du musst schon zweimal hingucken, wo was ist, wo was hingemacht wird. Ja, würde ich sagen, 12 Jahre. Ansonsten ist das hier, wie gesagt, ihr baut, wie ihr seht, jetzt hier nicht großartig, ihr baut massiv einen Klotz von unten nach oben auf, ein paar Techniksteine drin und dann wird praktisch hier zum Schluss oben verkleidet. Ihr baut hier ein bisschen kleinteiliger, das Führerhaus, hier ist auch so ein kleiner Ofen, den man öffnen kann mit Schippe und einer Flamme drin. Alles schon gesehen, nicht neuartig. Funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, baue jetzt 2 und 3 durch und dann schauen wir uns mal diese Lokomotive von Knifeless an, die C490. Das Wichtigste auch für mich. Es hat bisher Spaß gemacht und eigentlich wollte ich jetzt aufhören zu bauen und wollte jetzt irgendwas anderes machen, aber ich habe beschlossen, ich werde die Lokomotive auf jeden Fall heute Abend noch fertig zu Ende bauen. Also diesbezüglich macht das Set das, was es soll. Es bringt mir Freude und Spaß. Es vollbracht 3,5-4 Stunden. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe nebenbei ein bisschen was geschaut, habe gebaut und irgendwann war dann die Lokomotive fertig mit ihrem Tender. 4 Bauabschnitte sind es am Ende. In den Bauabschnitten 1, 2 und 3 baut ihr nur die Lokomotive. In der 4 baut ihr dann den Tender und die 4 Schienen, die übrigens schwarz sind zusammen. Ja, die passen auch an handelsübliche Lego-Schienen. Schienen von Kasi, Schienen von Mold King, Schienen von jedwegen Klemmbausteinhersteller, der Schienen rausgebracht hat. Passt. Ich glaube, die dürften sogar an Kobi-Schienen passen. Die C490 sieht, also ich persönlich finde sie hübsch. Ja, sie ist, also ihr baut hier mit Schwarz, Grau und Gelb. Ja, ihr habt hier noch ein Trans Orange, ein Trans Clear und diese goldenen Schläuche hier. Ja, hier oben sind sie. Das sind die Farben. Das Original, wie ich so auf dem Foto gesehen habe, sieht hier vorne ein bisschen anders aus. Vielleicht gibt es noch eine Variante, die so aussieht, aber ansonsten, ich habe jetzt nicht groß viel Ahnung von Lokomotiven und muss sagen, so wie sie hier steht, gefällt sie mir. Ne? Ich denke mal, die Kenner unter euch oder die, die sich mehr mit Lokomotiven auskennen würden, sagen, ja, hier das Detail oder hier könnte man ein bisschen was besser darstellen. Gebe ich euch recht, kann man bestimmt. Ich bin da sehr genügsam, mir reicht sie so. Was ihr hier drauf seht, dieses Steam-Lokomotiv, was auf der anderen Seite auch nochmal auf dem Tender steht, ist ein Druck. Hier oben das Logo der Railroad Company ist auch ein Druck. Hier oben der 490 ist ein Druck. Also es gibt hier keine Aufkleber. Alles, was irgendwie farblich auf Steine oder Fliesen gebracht wurde, sind Drucke. Das ist mir auch schon bei dem anderen, das ist ja kein G-Star-Set, bei dem anderen Set auch aufgefallen. Bei dem
Spartan-Boot, spartanischen Boot. Wenn ich jetzt wieder sage, ich verlinke, vergesse ich's. War im vorherigen Video auch schon. Also wer erwartet nichts. Die Anleitung ist in Ordnung. Wie gesagt, sie graut aus. Alles, was neu gebaut wurde, ist farbig. Der Rest ist graublau. Das ist, wenn du mit Grau baust und manchmal, man kann sich dran gewöhnen, ist nicht mein Favorite. Es gibt Leute, die sagen, ohne Probleme. Okay, ihr baut immer sehr viele Steine pro Bauschritt. Und ja, aber ja, die Altersangabe hier 16. Wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ein 14-Jähriger oder ein 14-Jährige, vielleicht auch 12, kriegen es zusammen. Das ist jetzt nicht, also vom Zusammenbau her ist es jetzt nicht kompliziert. Das ist hier, diese Seitenverkleidung wird in 3 Bauschritten gemacht, die müsst ihr dann randrücken. Ja, am einfachsten ist es, wenn ihr alle 3 Teile habt, sie zusammensetzt und dann erst dann die Lokomotive drückt. Sonst ist hier nichts dabei und hier, was hier ein bisschen tricky war, dieser... ich hatte mal unter dem Video gefragt und die habt es mir beantwortet. Die Antriebsstange, Pleuelstange. Jedenfalls dieses Technikteil hier, was man wahrscheinlich auch etwas detaillierter hätte darstellen können, was ich aber vollkommen okay finde. Wenn ich da an die Mold King, diese schwarze Lokomotive denke mit diesen und auch, wer war das auch? Ich glaube der Mallard Express, der blaue. Oh, war das ein Fummel. Oh, hat keinen Spaß gemacht. Das hier ist sehr rudimentär. Ist okay. Funktioniert, ranzubringen, weil ihr die Räder und die Technikstange mit einem Mal ranbringen sollt, ist ja nicht so einfach. Ich würde erst die Räder ranmachen, dann die Technikstange raufpippen, dann funktioniert es. Die Räder drehen sich alle, ihr müsst aber dafür ziemlich aufdrücken. Ich tippe mal, wenn man die motorisiert oder über einen Schienenkreis schieben möchte, müsste man hier über diese Reifen Gummis machen. Dann wäre das wahrscheinlich, dann rollt es wahrscheinlich besser. Ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen. Also, oh, Nachrichten. Diese Lok kann jetzt nichts weiter als geradeaus fahren und nach hinten fahren. Ihr könnt bei dem Tender hier noch so eine Art Tür öffnen. So eine Klappe, die ihr hier drinnen beim Ofen auch könnt. Ansonsten gibt es keinerlei, überhaupt gar keine Funktion außer vorwärts und rückwärts schieben und im Schrank, in der Vitrine wahrscheinlich gut aussehen. Ja, das soll es gewesen sein. Alles bezüglich dieser Lokomotive und der Firma Knifeless findet ihr als Links, die mir von der Firma Knifeless zur Verfügung gestellt wurden, unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch da über andere Sets informieren wollt oder einfach raten wollt oder so ein kleines Ratespiel draus machen wollt, welchen Hersteller oder welche Sets sie noch umkartoniert haben und jetzt rausgebracht haben. Ja, das war's. Hier steht noch Knifeless and the Knifeless Logo are trademarks of the Knifeless Group. Copyright 2023. Die scheinen also praktisch sehr, sehr frisch auf dem Markt zu sein. Okay. Ich habe meine Schuldigkeit getan. Achso, ja, hier, die wollte ich euch noch zeigen, die ich hier zusammengebaut habe. Diese die Storage Box. Die ist okay. Die werde ich aufheben auf jeden Fall. Es waren jetzt nur 3 drin. Also, das hat nicht ganz gereicht immer. Aber okay, ich habe ja noch eigene Schüsseln. Aber sag mal so, ist aus Pappe wiederverwertbar. Kannst du nicht meckern. Jo. Das soll es gewesen sein. Ich werde diesmal nicht ankündigen, weil ich als nächstes als Video bringe, da es sich sowieso ändert. Ich plane fest, das Elefantenvideo von Greti zu bringen. Also nicht, dass Greti ein Elefant ist, aber sie hat einen Elefant gebaut. Oder halt Kobi, endlich die Focker. Oder auch das Lego-Wohnmobil, was die Greti gebaut hat. Oder auch, oh, ich muss endlich mal das Landungsschiff vom Oceanreich bauen. Nein, ich meine das Landungsschiff. Ne, sonst mit Marco will man sich nicht anlegen. Der ist 17 Köpfe größer als ich. Ja, das sollte gewesen sein. Ansonsten, husch, husch, die Eisenbahn. Werden wir mit zum Sashi fahren. Macht's gut.